Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Swords and Soldiers HD. Ich bin Schattenhuber von SGU und wir schauen hier rein. Schattenpuh. Okay. Das ist ja. Dann nur. Dann wird's Pumarius. Ja. Los geht's. Wir werden den Einzelspieler gehen in den Feldzug. Mit dem Wikinger spielen. Ja, ich will die Wikinger-Kampagne hier einmal durchspielen, um euch das Spiel ein bisschen zu zeigen, wenn es gefällt. Da kannst du es selber holen, ist wirklich nicht teuer. Und dann schauen wir, Verteidiger des Heiligen Grills. Warum ich eigentlich aufnehme, obwohl ich in LP-Pause bin, ist folgendes. Ich habe schon zu lange nichts mehr hochgeladen auf SGU und ich wollte jetzt, egal, fangen wir einfach an. Oh mein König, König Rosenbart! Was gibt es, Mann? Ich esse gerade! Schwartebach, der Viech, rückt an! Er will uns unseren Grill klauen! Was? Heilige Potzau! Wir müssen sofort das Lager verteidigen! Schickt Krieger! Wir haben kein Geld für Krieger, Chef. Da haben wir alles fürs nächste Grillwürstchen ausgegeben. Pumarius, wir brauchen mehr Gold! Bilde Krullgräberinnen aus! Los, klick den Bergwerksknopf! Einsatzziel, schlage Schwattebarts Schläger. I'm ready! Eine tolle Goldgräberin, bilde noch ein paar aus! Okay. Ja, Swords and Soldiers ist so ein klassisches, nennen wir es, ich weiß nicht mal, wie das Genre heißt. Aber, ja, ich bin gut vorbereitet. Aber, jedenfalls. So, nicht übertreiben, das sind erstmal genug Frauen. Klick unser Lager oder den Ausbildungsknopf an, um Berserker auszubilden. Wir brauchen Krieger. Okay. Mit Geld können wir uns hier auch, hier in diesem Menü, neue Sachen aufrüsten, die wir entdecken können, dann ausbilden. Das können wir auch direkt machen. Da sehen wir auch schon einen kleinen bösen Spastgegner. Das könnte auch interessant werden. Und hier ist Nebel, das heißt, man sieht nicht, was dahinter ist. Der ist gerade noch so draußen, der fühlt sich ziemlich cool. Okay, dann bilden wir es ein. Angriff! Diese Berserker sind starke Kämpfer! Werden sich eh noch gegenseitig abschlachten, oder? Wir brauchen eventuell noch ein paar mehr von diesen Kriegern. Okay. Ich hoffe auch, dass ich nebenbei noch genug Gold habe. Mit Gold kauft man Einheiten, mit Mana zaubert man. Wir sollten unsere Kämpfer mit Zauberei unterstützen. Pumarius, du kannst jetzt in unserem Lager den Heilzauber lernen. Heile damit unsere Einheiten in der Schlacht. Okay. Okay. Vielleicht, wenn wir genug Gold haben, und zwar genug. Jetzt! Jetzt können wir uns den Heilzauber ausbilden, indem unsere Schleudaten in der Kampf, in die Kampf voll heilen können. Und das zu verrecken. Du kannst jetzt unsere Leute heilen. Klick den Heilzauber an und wähle dann eine Einheit aus. Okay. Heilen! Das ist schon, da kannst du wirklich zwei gleichzeitig anheilen. Die Gegner können uns jetzt offiziell. Aber Mana reagiert natürlich auch nicht so schnell. Und. Pumarius, du kannst den Bildschirmausschnitt schneller bewegen, indem du die rechte und linke Pfeiltaste benutzt. Geil. Ja, klopfst du zu frei. Keine Ahnung. Oh nein, der stirbt. Ja, egal. Wir kommen schon die nächste. Kommt schon der Nachschub sozusagen. Weil es hier doch kein Limit. Die kloppen sich da gegenseitig zu frei. Deine Schlägertruppe hat keine Chance gegen unser Herr. Euer Grill gehört uns. Okay. Hey, wer war Grill? Ja, ihr merkt schon, ich werde die ganze Zeit immer noch wieder Gold ausbilden, obwohl wir schon ziemlich viel haben. Davon kann man nie genug haben später. Oh. Fuck! Da kommen jetzt viele. I'm ready! Ja, es könnte jetzt ein bisschen kritisch werden, aber jetzt können wir auch schon kein Gold mehr ausziehen, das Maximum. Dann können wir uns jetzt komplett auf unsere Truppen konzentrieren. Heil dich! Heil! Get some. Noch zu besiegen. Zwei. Get some. Das dürfte es dann auch schon gewesen sein, denke ich mal. Hier unten kann man auch kurz sehen, hier die Punkte sind die Goldgräber, die Krieger sind... Tolle Verteidigung, Pumarius! Mein Grill, ich meine, unser Lager ist in Sicherheit!
Ja, man kommt hier nicht mal zum Erklären, das ist sofort fertig. Das war schon das erste Level, ich werde noch das zweite machen und dann wird es auch Zeit, mal wieder zu beenden. Mit Let's Play Sound Soldiers AD auf SQ. Aber ich würde mal sagen, frisch vom Schlachter. Dann kann ich es euch in der zweiten Mission erklären. Den haben wir aber gezeigt, was hier, wer hier den längsten Grillspieß hat, Chef. Allerdings, und jetzt ruf unseren Fleischlieferanten an und bestell ein paar ordentliche Steaks. Wir haben was zu feiern. Klingel, klingel. Ja, Schlachter Schnetzel, wie kann ich Ihnen helfen? Hier spricht Soldat 766466 aus König Rostbarts Lager. Ich möchte ein paar der üblichen Riesensteaks bestellen. Ganz schlechter Zeitpunkt, Kollege. Wir werden gerade angegriffen. Die Würstchen fliegen uns nur so um die Ohren. Ich muss auflegen. Mein König, unser Fleischlieferant wird angegriffen. Vielleicht sollten wir ihm helfen. Nein, unsere Steaks! Wir helfen euch bei eurer Schlacht. Schlachter Schnetzel. What the fuck? Ich bin froh, dass ihr da seid. Meine Jungs können mich in klobigen Schlachterbeilen nur werfen und treffen nur weit entfernte Ziele. Meine Truppen sind schnell und werden diese Eindringlinge vernichten. Wir lassen euch nicht im Stich. Hilfe für einen Freund in Not bringt Würstchen und Steaks statt Trockenbrot. Verteidige Schnetzels Schlachterei und vernichte Schwattebarts Lager. I'm ready. Und wir sind wieder dabei. Diesmal sehen wir auch schon mehr von dem Lager. Man sieht auch schon den Schwattebart-Penner. Aber diesmal werden die uns auch angreifen, das heißt, wir haben ein Problem. Wir werden sofort die Krieger ausbilden. Und schauen, dass wir den Heilzauber haben. Weil der wird uns dann noch helfen, würde ich sagen. Aber warum greift er eigentlich schon an? Wir sind noch nicht so weit. Das ist nicht nett. Upgrade complete! Upgrade complete! Wir können dann jetzt die Mana-Regeneration erlernen. Das bringt zusätzliche Zauberkraft. Yeah. Charge! Hilfe, Hilfe! Wir sind unterwegs, Spaß! Ich werde jetzt seine Typs anheilen. Die ankommen gegen den einen. Ansonsten haben wir jetzt echt Probleme. Ich heil dich ja schon! Ich heil dich! Dude! Ja, wir müssen schauen, dass seine Leute überleben, weil die ziemlich hilfreich sind. Während die im Hintergrund anwerfen, können wir da im Nahkampf übergehen. Da unten, jetzt wollte ich noch erklären, die blauen Kreise da sind, wie man sich wahrscheinlich schon denken konnte, die Goldgräber. Was? Dein Freund ist Grillkohle und als nächster wirst du getoastet. Nö. Und ja, die Sache dabei ist eben diese, also die Figuren da unten sind die Einheiten und ich wollte dich gerade heilen und du verreckst mir einfach weg. Du, deine verdammten Blitze, dafür wirst du bezahlen. Ja, werde was ich weiß. Oh! Ich krieg jetzt noch viel mehr Geld dadurch, dass der an unserer Seite kämpft, sag ich jetzt mal. Der wird angeheilt. Man muss das Ziel genau treffen kann, ja. Es ist so, man kann nicht den healen, der eh voll ist, deswegen ergibt sich das einfach. Unsere Mana-Rack dürfte inzwischen schon wieder ziemlich hoch sein, also. Ja, jetzt regen wir Mana. Ich merke schon, dass es viel schneller ist. Ich hätte gern genug Mana zum Heilen. Jetzt habt ihr auch schon diese Werfer. Fuck. Attack! Oh, ich finde das so geil, die Schwachsgabe. Ich denke, ein schönes Spiel, könnt ihr euch auf Steam holen. Kostet auch nicht allzu viel, ich denke so 20 Euro. Ich konnte auch online spielen, das hat wirklich Laune. Hör mal auf zu sterben, du Penner. Man schlägt dir eine Frage. Ja, jetzt haben wir auch wieder eine volle Anzahl an Gold gegeben. Jetzt können wir uns total auf die Einheit konzentrieren. Die das tun werde. Und es wird auch ziemlich interessant werden. Vor allem deswegen, weil ich nicht weiß, ob man uns wirklich überhaupt hört. Da wird jetzt extra Spur in der Aufnahme hinterher anhören. Aber hey! Vernichten den Penner da hinten. Ich denke, er dürfte ja eigentlich dürfte das schon reichen, hier mit zu vernichten. Er hat auch kein Goldkrieger mehr, also neue Einheiten werden auch nicht kommen. Ja, was hab ich gerade gesagt? Nichts. Ich hab nichts gesagt. Da können wir aufhören. Kommen die ganzen Einheiten her. Ins Ende Gelände. Schwattebart. Schicken wir noch ein paar hinterher, ob es eigentlich unnötig ist. Wir haben sie neu platt gemacht. Unser Grillgut ist gesichert. Gute Alpenmarius. Ich weiß nicht, eine andere Stimme. Geil, ne? Danke für die Hilfe. Aber Schwattebart ist mit all unserem Gold entkommen. Den stoppen wir uns. Und das war's auch schon mit dem ersten Part von Let's Play Swords and Soldiers HD. Im nächsten Mal werden wir ihn uns schnappen. Bis zum nächsten Mal, Leute. See ya!